Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Trackmania Forever. Ich werde jetzt hier ein bisschen online spielen und ja, nehmen wir mal den Server hier. Also, Trackmania habe ich früher auch sehr viel gespielt gehabt und ja, hat sich irgendwann dann verloren, das Spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt zu dem Spiel während des Spielens erzählen kann. Ich habe den Ton ausgemacht, da ist der Ton leckt halt bei der Aufnahme. Keine Ahnung wieso, aber ich habe ihn jetzt ausgemacht und werde dann ja, einfach Hintergrundmusik laufen lassen, weil ich das Schönes finde. Ja, und die Runde geht noch 7 Sekunden, das heißt, ja, das bringt mich halt nicht so bei. Und 0 und juhu. Wir sind da, das. Da nur noch 96.000. Ich war mal einen Tick weit höher. So, auf. Weiß ich nicht, 5.000 vielleicht. Also, ich hab's damals auch wirklich sehr viel gespielt. Und die nächste Runde. Ui, da fangen wir an. Ja, da müssen wir anfangen. Irgendwie sowas. Und auf geht's. Back for GPS. Versuchen wir das mal so. Na, verdammt. Nun, noch ein Versuch. Nein, ich brauch kein GPS. Ich dachte so. An die Leute nur auf dem Navi heutzutage fahren können. Heilige. Ah, das wird eng. Das wird dann in Afrika eng. Ja. Gut, schade. Noch ein Versuch. Muss doch jetzt mal klappen. So spät ist halt jetzt auch nicht. Da hoch und Kameraführung für den Arsch wieder. Du musst wieder oben lang oder musst du unten lang? Doch, musst du oben lang. Oh, hab ich das hingekommen? Nein. Eng. Komm, ich will. Nein, ich will ins Ziel. Ich will ins Ziel. Yes! Im Ziel! Das ist auch, glaube ich, nur ein bisschen mit Glück, dass ich das da gerade gefunden habe. Aber was soll's, was soll's. Und nochmal. Jetzt müssten wir die Karte noch erkennen. Denke ich nochmal. Ach! Ja. Apropos Rennen, heute ist Formel 1 und Vettel steht wieder auf Pole. Was mich persönlich sehr freut. Er hat auch, glaube ich, 116 von 125 möglichen Punkten. Also, das sieht nicht schlecht für die Weltmeisterschaft aus. Ja. Und ich glaube, ich werde kein Formel 1 Weltmeister, wenn das so weitergeht. Aber ja, mal ganz lustig, so eine Strecke von Formel 1. Vielleicht können sie jetzt nicht unbedingt 500 erfahren. Aber. Das ist schon lustig. Oh, die haben uns gerade verbessert und 0, ach Gott, nein. Scheißding. Loopings. Thank you.
Habe ich es berührt? Ich weiß auch nicht. Links, links, nein. Okay, das ging. Das ging. Schaffen wir es? Nein. Wir feiern hier richtig am laufenden Band, feiern wir Erfolge hier. Also, das ist ja beeindruckend. Vielleicht guckt jetzt einfach nur weiter zu, weil sie noch weiter den Sieg hören möchten, die ich jetzt reintun werde. Ich höre ja momentan überhaupt nichts. Ich rede einfach nur ohne Ton. Nein, oh Gott, nein! Komm, dann mach mal so. Ja. Ach, du wusstest ja schon. Schaffen wir das noch eine Runde? Ja, wenn es jetzt nicht schief geht, dann vielleicht. Oh, erster! Mit 0 Millisekunden Unterschied. Noch Glück haben. Boah, das sieht dynamisch aus. Das sieht dynamisch aus. Okay, lass mal GPS laufen. Dann seht ihr auch, wie man das eigentlich toll fahren müsste. Also die Strecke da ist vom Computer berechnet. Ist natürlich perfekt, man kann es nicht besser machen, was ich denke. Ja. So hatte ich das auch vorgehabt. Und dann dasselbe Ziel wie hier eben. Also so hatte ich die Runde dann auch vorgehabt. Das hat mich so. Ja, sind jetzt nicht erfolgt. Wir sind Platz 4, hey. Das ist doch vertretbar. Und die anderen da haben 20 geschafft da. Die, der, der, der und der. Also sind wir besser als Leute da. Und es lädt, es lädt, es lädt und Taste drücken. Daisler X3 presents Crowd Favorite. Der Liebling der Massen. Camera Shake. More Camera Shake. Nein, wir brauchen immer noch ein bisschen GPS, wir machen das so. Keine Wand. Nein, wir nehmen keine Wand halt mit. Na! Nein. Die erste Runde ist eigentlich immer dafür da, um die Karte zu erkunden, sag ich jetzt mal. Also da kann man noch so weit solche Fehler machen. Oh, und wir sind uns hier. Hey, mit nur 13 Sekunden Unterschied zum ersten. Donner. Jetzt sind wir 5 Millisekunden besser und wieder. Rang 2. Und wenn ich auch stärker in die Kurven will, dann drücke ich auch wirklich stärker hier in die Pfeiltasten rein. Ich bin Aberglaube, aber ich denke mal, dass es trotzdem hilft. Das ist wie mit. Ah, okay, zu viel. Das ist wie mit der leeren Fernbedienung.
wenn sie leer wird, dann drückt man einfach fest an die Taste, damit der Fernseher noch was macht. Noch zwei. Ja, wieder vergessen. Das gerade das One. You don't have a loco wacko on this track here. Oh, jetzt funktioniert nicht mehr der Anfang. Na klar. Wieder nichts. Das soll wirklich richtig spannend sein, mir gerade zuzugucken, wie ich einfach nur ja, versage gerade. Na, vielleicht mache ich auch dann so ein Let's Play, die Singleplayer-Kampagne von Trackmania. Wäre natürlich doof, wenn man selber hier spielt, ist natürlich okay, man schafft halt ein, zweimal die Strecke, wenn man sie halt überhaupt nicht kennt und erstmal kennenlernen muss. Und ja, das ist okay, aber wenn man das nachher vielleicht im Video sieht, dann denke ich mal, ja, wenn da einer nur die ganze Zeit gegen Wände fährt oder aus der Strecke fliegt oder so, das ist vielleicht nicht so toll ist. Man weiß es nicht. Hi all. Hello. Und wir haben uns verbessert, aber wir sind immer noch auf dem letzten Platz. Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht gut. Wow, wir haben uns um 88 Millisekunden verbessert gerade. Yeah. Ah, scheiß Schwerkraft. Scheiß Schwerkraft. Ja. Toll. Und wieder ging nur ran. Viel zu weite Kurve. Ich glaube, der da vorne ist auch ein Tick weit besser als wir. Boah, ich schlecht wieder vorgefahren bin auf Platz 8. Steffi ist auf Platz 7. Dann lass mal das GPS einmal laufen. Los GPS. Mach was. Natürlich mit so Magic Bullet Look drin. Muss ja so sein. Und sogar mit zwei GPS, die nebeneinander fahren. Oder nicht? Doch. Wenn man so fahren könnte. Aber ich schaff's auch nicht mehr in den letzten 2 Sekunden jetzt hier. Egal. So, ich guck mal, ob die Aufnahmen jetzt was geworden ist und sage schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao.